Ditto. Hey du, hast du ein Mikro? Ich liege jetzt in meinem Gear-Top-Bifi-Zelt, das ich mitten in der Nacht im Wald aufgebaut habe. Es ist so einfach aufzubauen, dass das sogar eine Frau ohne Stirnlampe hinkriegt. Es ist sehr gemütlich hier drin. Eine Seite ist offen und ich kann jetzt die Lichter der Stadt sehen und das Wetter, das heraufzieht, morgen früh. Und ich bin gespannt, wie es sich hier drin schlafen lässt. Mein neues Gear-Top-Bifi bei Tageslicht. Ich habe darin eine Nacht geschlafen und es war sehr gemütlich und warm. Ich finde das Teil super, weil es einfach so klein ist und ich kann drin sitzen. Ich habe hier einen alten Schlafsack, so einen Sommerschlafsack, und da drin habe ich aus Teabag einen Innenschlafsack. Teabag ist so ein Material, ein Papier eigentlich, das man braucht, um Gebäude zu isolieren vor Feuchtigkeit und einfach der Witterung. Das ist atmungsaktiv. Ich habe den als Sommerschlafsack benutzt und der war jeder Franken wert. Als ich den gekauft habe, ist relativ teuer für so leichtes Material, aber wenn man da reinsteigt, hat man das Gefühl, in einen warmen Ballon zu steigen. Und für diesen billigen No-Name-Sommerschlafsack ist das zusammen, gibt es richtig schön warm. Dann habe ich in den Schlafsack noch so eine Isomatte gelegt. Ich hatte von unten vom Boden sehr, sehr warm. Ich habe sie in den Schlafsack gelegt, weil das ist die Körperwärme, die abstrahlt, und außerhalb des Schlafsacks bringt mir das wenig. Und darunter ist so eine einfache Matte. Diese Kombination als Isolation reicht völlig aus. Jetzt noch. Innen ist es schön geräumig. Es hatte kein Kondenswasser. Ich hatte unten die Füße mit der Lüftung. Unter das Zelt habe ich diese Gear-Top Zeltunterlage gelegt. Die ist 90 auf 2,10 Meter und absolut wasserdicht, das ist ausreichend. Die ist auch ultra leicht. Ich habe die den ganzen Sommer gebraucht für alles Mögliche und würde sie jederzeit wieder kaufen. Super leichte Zeltunterlage. Hier kann man etwas darunter stellen. Wenn es regnet, kann man es schließen oder öffnen für die Lüftung.
Es gibt sehr viel, es gibt einige Produktevorstellungen im Internet. Ich will jetzt das nicht bis ins Detail alles erklären. Ich bin einfach sehr zufrieden mit diesem Teil.